Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Immense von Grey Days in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Immense von Grey Days, das Ganze am 26. Juni 2020 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album der Band Grey Days. Bevor wir das Ganze starten, haben wir hier oben auf der Folie noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Grey Days Immense, The Lost Music of Chester Bennington, Chester Bennington's Original Vocals Remastered with Re-Recorded Audio First Pressing. Ja, wie ihr bestimmt wisst, der Sänger von Linkin Park, Chester Bennington, der hat sich ja im Juli 2017 leider das Leben genommen. Und bevor es Linkin Park gab, beziehungsweise bevor er dort war bei dieser Band, hatte er seine erste Band und das war diese hier, Grey Days. Und die haben damals auch natürlich Songs recorded. Und vor seinem Tod noch, also bevor er sich das Leben genommen hatte, war in Planung, dass die Band ein großes Reunion-Konzert macht, also sich wieder vereint, wieder als Band gemeinsam auftritt. Und es wurde außerdem geplant, dass alte Songs aus den 90ern neu eingespielt, also re-recorded werden sollten und dass man das re-releasen wollte. Und das ist jetzt eben passiert, nach seinem Tod leider, bedauerlicherweise. Und ja, dementsprechend, das ist das Produkt. Also, wir haben hier eine Vinyl in Schwarz, auf dem Cover hier riesengroß diese Rose abgebildet, diese Rosenblüte. Auf der Seite lesen wir hier einerseits den Albumtitel und oben auch noch den Bandnamen. Auf der Rückseite auch wieder eine Rose zu sehen, allerdings nicht nur die Blüte, sondern hier wirklich auch mit Stängeln und Blättern. Hier oben den Albumtitel und dann haben wir hier unten die, also hier darüber noch die Tracklist. Also wir haben hier auf der A-Seite 6 Tracks und auf der B-Seite 5 Tracks, ergibt insgesamt 11 Stück. Die sind ja auch noch mit Laufzeit angeführt. Dann haben wir unten die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze ist hier erschienen über dieses Label hier, über das Label Loma Vista. So sieht das aus hier, das Logo. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Wir haben hier die Vinyl in einer bedruckten Hülle. Mehr ist hier nicht drin. Also, ein bedrucktes Paper Sleeve, also eine bedruckte Papierhülle. Auch hier wieder ein Element hier vom Artwork. Hier ist ein ziemlich naher Schuss, also eine Nahaufnahme von der Rose. Dann haben wir hier die gesamten Tracks mit den Lyrics angeführt und darunter auch noch die Credits zu den Verfassern, also wer die Tracks geschrieben hat. So sieht das aus. Dann haben wir noch eine umfangreiche Danksagung bzw. Widmung auf Englisch. Und auf der Rückseite geht das Ganze natürlich weiter. Wir haben hier weitere Tracks mit den ganzen Lyrics abgebildet und natürlich hier dann auf der rechten Seite die Credits zum gesamten Album. So, die Vinyl an sich, die werden wir uns auch mal anschauen. Die kommt hier klassisch in Schwarz. So sieht das aus. Das ist die A-Seite, in der Mitte in Schwarz und Weiß gehalten. Und auf der Rückseite natürlich die B-Seite. Hier die Tracks angegeben und auch wieder hier mit Laufzeit. Jawohl, das war's soweit. Wir packen die Vinyl wieder zurück. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Vinyl, die schwarze Vinyl mit den insgesamt 11 Tracks, die kommt hier auf oder in dieser bedruckten Vinylhülle. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Immense von Grey Days. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Grey Days unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.